Wacken Open Air ist ja bekanntlich eins der friedlichsten. Jörg, Hallo. Wie ist denn alles verlaufen bis jetzt? Also bis jetzt ist es total ruhig verlaufen. Genauso wie in den letzten Jahren sind die Besucher hier alle komplett friedlich. Wir haben eigentlich überhaupt nichts, was im Moment so nennenswert ist. Wir sind hier im gesamten Sanitätsbereich und Rettungsdienstbereich mit über 400 Mitarbeitern, die sich gleichmäßig über den Platz verteilen. Und das sind jeweils Streifen, die entweder da direkt vor Ort sind oder mit Quads dann hier zu den Einsatzstellen fahren. Und für die etwas schwierigeren Sachen haben wir hier auch entsprechend Rettungswagen, die dann auf den Verkehrswegen zu den Campingplätzen fahren. Die nummerierten Kästchen, die dort oben zu sehen sind, sind die jeweiligen Betten, in denen Patienten dann liegen und entweder ausschlafen oder aber die behandelt worden sind. Wenn wir den jetzt hier mal so da drauf tun, das wäre dann ein Patient, der zum Beispiel von einem Arzt behandelt werden muss. Dann haben wir hier noch einen abgeteilten Bereich, da steht oben drauf ZAB, das ist die sogenannte Betrunkenenabteilung. Das heißt, alle Festivalbesucher, die dann doch ein bisschen zu viel an Alkohol zu sich genommen haben, die werden dann hier sozusagen zum Ausschlafen hingelegt, sodass sie also den ganzen anderen Bereich da auch nicht stören, da können sie dann ordentlich laut schnarchen. Hier sehen wir mal einen Behandlungsplatz für den chirurgischen Bereich. Das heißt also, hier werden so kleinere Verletzungen genäht, sodass die Patienten dann gar nicht erst ins Krankenhaus müssen, sondern dass sie gleich wieder zum Festival weiter gucken können. Was kostet einmal piercen lassen? Piercen lassen kommt drauf an, wenn es Reporter sind, ist es kostenlos und ansonsten ist das alles eine Getränkefrage. Ja, das ist hier die technische Einsatzleitung. Das heißt, hier laufen die gesamten Notrufe auf. Das heißt, sie schicken dann also eine Fußstreife oder auch mal einen Rettungswagen auf den Campingplatz oder eben ins Infield, wo die meisten Zuschauer sich ja eigentlich dann aufhalten, hin. Wie ist denn die Zusammenarbeit hier? Ja, insgesamt sehr gut. Wir kennen uns ja teilweise jetzt über viele Jahre und arbeiten in verschiedenen Feldern zusammen. Das sind ja auch Freundschaften gewachsen über die Jahre. Und wenn irgendwo ein Problem ist, dann hilft man sich gegenseitig. Das klappt hier ziemlich unkompliziert. Ist halt Wacken. Also zum Beispiel, Küche fällt aus. Herr von Borstel als Rettungssanitäter fährt in seiner freien Zeit Auto. Und wenn er nichts zu tun hat, dann schnippelt er mit mir Gemüse. Und schon ist die Lücke gefüllt. Blitzschnell sind die Sanitäter auf dem Campingplatz und können den Besuchern ganz schnell helfen. Wir dürfen jetzt sogar mitfahren und mal gucken, was so passiert auf den Campingplätzen. Wer hat dich denn gerade zum Einsatzort geführt und was ist da passiert? Ja, es passiert oft, dass Passanten hier Verletzte finden oder dass quasi durch Freunde eine Alarmierung erfolgt, die dann hier vorbeikommen und sagen, es ist auf dem Zeltgelände, was passiert ist. Und die setzen wir dann meistens ins Auto und lassen uns von denen zu der Stelle guiden, wo der Verletzte sich befindet. In dem Fall jetzt war es eine medizinische Präventivmaßnahme, die wir ergreifen mussten. Der Patient war sich nicht sicher mit seinen Vitalparametern und wir haben die noch einmal verifiziert. War kein Transport notwendig, dem Patient geht es wieder gut. Wir hoffen, dass weiterhin alles reibungslos verläuft und wünschen den Sanitätern noch ein ruhiges Festival.